Angekommen in Granville geht es jetzt für uns zuallererst mal zur der örtlichen Gilde und damit willkommen bei Trails in the Sky. Es geht Richtung Finale, aber zuallererst müssen wir mal die Gilde finden. Wo ist denn die Gilde hier nochmal gewesen? Da müssen wir uns nämlich überhaupt erstmal anmelden. Hier, die Granville Bracer Gilde. Da treffen wir auf Elnen. Möge das Glück auf euch herablächeln. Mit euch allen zusammen habt ihr vielleicht die Möglichkeit zu siegen. Jetzt hast du es verstanden. Wenn du mit dabei bist, dann streng dich auch maximal an. Richtig, wir können nicht zulassen, dass diese Armeetypen uns platt machen. Nun dann, wir sollten uns beeilen. Entschuldige die Störung. Nun, wenn das nicht Estelle und Joshua sind. Oh, Kana, wie schön, dich hier zu treffen. Und ja, wir haben uns einmal während des ganzen Luftbanditenvorfalls getroffen. Ihr wart diese Neulinge mit Charizard, richtig? Lange ist's her. Was bringt euch alle nach Granville? Da fülle ich euch mal mit Informationen. Sie müssen sich beeilen, ansonsten kommen sie zu spät. Ups, hast du wohl recht. Tut mir leid, ihr beide, wir reden später. Wir müssen los. Bis später, Rookies. Entschuldigung. Ach, es muss so cool sein, ein voll ausgebildeter Bracer zu sein. In der Tat, sie sehen alle ziemlich krass aus. Aber ihr habt über etwas geredet, als wir reingekommen sind. Worüber? In der Tat. Sie alle gehen zu dem großen Kampfturnier bei der Martial Arts Competition. Wow. Tut mir leid, ich bin Estelle Bright. Momentan in der Sales-Branche. Und ich bin Joshua Bright, auch von dort. Ich bin Elnen von der Granville-Branche. Miss Kilika hat mir gesagt, dass ihr bald hier sein werdet. Soll ich jetzt eure Zugehörigkeit ändern? Ja. Exzellent. Dann heiße ich euch willkommen in der Granville-Branche von der Bracer-Gilde. Ich persönlich habe mich schon auf eure Ankunft gefreut. Ihr seid die Kinder von Cassius, nicht wahr? Ja. Ich schätze mal, du kennst ihn? Oh ja, ich stehe für ewig in seiner Schuld. Ist es wahr, dass er sich auf ein Abenteuer oder eine Reise begeben hat, von der er noch nicht wieder zurückgekehrt ist? Ja. Er ist schon seit einer ganzen Weile nicht mehr zu Hause gewesen. Er hat uns einen Brief geschrieben. Aber er hat nicht gesagt, wo er sich befindet oder was er macht. Wir sind von Rowland bis nach Zeus gereist, aber haben ihn nicht gefunden. Dann schätze ich mal, es ist ja unwahrscheinlich, dass er sich noch im Land befindet. Was eine Schande. Die Antiterrorismus-Aktivitäten der Armee haben es uns mittlerweile schwer gemacht, unseren Job richtig auszuführen. Mit einem ehemaligen Soldaten wie Cassius wäre es mit Sicherheit einfacher. Ist irgendwas los? Nun, tatsächlich. Wir wissen, was hier abgeht. Ja? Lass uns dir alles sagen, was in Zeus passiert ist. Estelle und Joshua haben alles erzählt, was sie vom Layston Fortress gelernt haben und auch über Professor Russells Anfrage. Warte, was ist los? Nichts, das ist einfach nur viel Information zu verarbeiten. Also Colonel Richard hat momentan die Kontrolle über die Royale Armee. Und diese ganze Antiterrorismus-Aktion ist einfach nur eine große Fassade, um die Intelligence Division nach oben zu treiben. Das ist ein bisschen schwer zu glauben. Aber es ist wahr. Rede mit Kilika bei der Zeus-Branche und sie wird unsere Geschichte bestätigen. Es ist okay, es ist nicht so, dass ich euch nicht glaube. Ganz im Gegenteil. Ein paar Teile des Puzzles sind schon so an die richtige Stelle gelangt. Aber Colonel Richard ist ein sehr beliebter Mann in dieser Stadt. Obwohl es mir schwerfällt, das zu sagen, haben wir uns immer ziemlich gut verstanden. Und die Zivilisten würden sowieso niemals glauben, dass er in eine Art Verschwörung involviert ist. Das habe ich mir schon gedacht. Die Intelligence Division hat alle Leute hier für Vollidioten gehalten. Die Bracer-Gilde kann nicht direkt mit dem Militär auf Konfrontationskurs gehen. Aber wir können auch nicht einfach dastehen und zusehen.
Als allererstes habt ihr die Anfrage des Professors angenommen. Absolut. Die Frage ist, wie kriegen wir eine Audienz bei Ihrer Majestät? Das ist ein Problem. Normalerweise wäre ein Gildenbrief genug, um euch reinzulassen. Was? Wirklich? Oh, wirklich? Dann gibt's da keinen Grund zu sorgen. Estelle, ich glaube nicht, dass es so simpel sein wird. Ganz egal, wie du an die Sache rangehst, die Royal Guards, also die royalen Wachen, die normalerweise das Schloss beschützen sollen, werden hier wie Terroristen behandelt. Verstehst du, was das bedeutet? Nun, ich denke, es bedeutet, dass... Also das bedeutet auf jeden Fall auch, dass die Königin in Gefahr ist, oder? Wobei, vielleicht nicht unbedingt direkt. Es bedeutet auf jeden Fall, dass der Brief wahrscheinlich einfach zusammengeknüllt und weggeschmissen werden würde. Das ist höchstwahrscheinlich, ja. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Colonel hier genauso viel Macht über das Grenzschloss hat wie in Layston Fortress. Ach, ich schätze mal schon, ja. In anderen Worten, es gibt keinen simplen Weg, um mit Ihrer Majestät in Verbindung zu treten. Wir könnten uns vielleicht reinschleichen wie beim Layston Fortress. Aber ich denke nicht, dass Sie auf den gleichen Trick zweimal reinfallen würden. In diesem Fall, warum gehen wir nicht einfach ganz normal hin und schauen, was passiert? Wenn wir unsere Karten richtig spielen, dann kriegen wir vielleicht ein paar wichtige Informationen von der Wache. Ist in Ordnung für mich, aber nur ein Hinweis. Du solltest die Tatsache, dass wir mit der Königin sprechen wollen, für dich selbst behalten. Wenn Colonel Richard davon Wind bekommt, dann wird er uns nicht mehr in Ruhe lassen. Oh, okay. Und ich denke, es wäre das Beste, wenn ihr diesen gesamten Vorfall momentan einfach nicht erwähnt. Wir müssen erstmal mehr Informationen bekommen. Nur damit ihr es wisst, das royale Schloss befindet sich auf der Hauptstraße Richtung Norden. Geht und schaut, was für Informationen ihr bekommen könnt, aber seid maximal vorsichtig. Darauf kannst du dich verlassen, Mr. Ellen. Wir werden dich wissen lassen, wenn wir irgendetwas rausfinden. Noch keine Requests. Ja, ich meine, noch stehen wir ja nicht unter Verdacht. Man hat uns ja auch noch nicht bei der Flucht des Professors irgendwo gesehen, richtig? Aber natürlich kommt es jetzt zass rüber, wenn Bracer plötzlich irgendwie mit der Königin reden wollen. Kann ich schon verstehen. Grenzes Schloss. Aber warum sollten wir sonst überhaupt da reingehen wollen? Ich verstehe es nicht. Also wie wollen wir das jetzt am besten anstellen? Wow, das ist das Grenzes Schloss. Es ist wunderschön. Ich schätze, es ist wirklich der Ort für eine Königin zum Leben. Das ist nicht nur schön, das ist auch wirklich solide gebaut. Schau zum Beispiel mal auf das Tor. Ja, ich glaube nicht, dass man so einfach da durchkommt. Was bedeutet, dass wir mit den Wachen reden müssen? Okay, halt deine Nerven beisammen und lass es uns probieren. Okay, wir sind einfach nur einfache Leute vom Dorf, die hier gerade Urlaub machen und sich das Schloss anschauen wollen. Und wir dachten, dass wir uns vielleicht mal ganz kurz den Anblick Ihrer Majestät geben können, während wir schon hier sind. Hört sich das in Ordnung an? Weißt du, du bist verdammt... Du bist angsteinflößend gut, wenn es um solche Lügengeschichten geht. Nicht, dass es nicht irgendwie nützlich ist, aber trotzdem. Ich nehme das mal als Kompliment. Und jetzt lächle und verhalte dich möglichst natürlich. Hallo. Guten Abend. Willkommen zum Grenzel Castle. Bitte sagt, was ihr hier wollt. Oh, wir sind hier gerade von Rowland gekommen. Wir schauen uns die Sehenswürdigkeiten an, wenn ihr so sagen wollt. Wir haben uns gefragt, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass wir auf unserer Tour mal in das Schloss könnten. Ah, ich verstehe. Es tut mir leid. Nur autorisierte Personen dürfen ins Schloss. Mit diesem ganzen Terrorismus-Kram ist hier die Sicherheit viel enger geworden. Nachdem die Terroristen gefangen genommen wurden, können die Leute wahrscheinlich auch wieder in das Schloss besuchen. Wirklich? Mann. Dahin schwindet mein Traum, die Königin mal im echten Leben sehen zu können.
Nun nicht unbedingt. Sie redet immer mit den Leuten von ihrer Terrasse aus während ihres Geburtstags. Da könntet ihr sie sehen. Nur der Hinweis, Ihre Majestät ist nicht in dem besten Zustand, diese Tage über nicht im besten Zustand gewesen. Ich weiß nicht, ob sie ihre traditionellen Grüße richtig ausführen können. Ha? Ihre Majestät ist krank? Ja, ich habe gehört, dass es aufgrund von Stress ist. Oder vielleicht wegen dem Schock, dass sie gelernt hat, dass die Royal Guardsmen in einen Terroristenfall verwickelt waren. Ich glaube, dass das Militär und Colonel Richard hier bald die Königin überfallen und Kontrolle an sich nehmen wollen. Ich glaube es wirklich. Erstmal so die Wachen der Königin quasi ausschalten, ne? Beziehungsweise festnehmen, ohne triftigen Grund, sondern halt einfach nur mit diesen Anschuldigungen. So, jetzt sind hier nur noch Soldaten von der Armee. Und wenn Colonel Richard die komplette Kontrolle über die ganze Armee hat, dann kann er jetzt theoretisch das Schloss einfach beanspruchen. Er kann theoretisch die Königin wegsperren. Ich weiß ja nicht, ob die Soldaten die Königin festnehmen würden, aber wenn sie Colonel Richard unterstehen, dann müssen sie es wahrscheinlich tun, ne? Also ich glaube, der hat vor, einen Putsch zu machen. Sie wurde in letzter Zeit nicht oft gesehen. Ich glaube, sie schläft in ihrem privaten Quartier. Oh. Verdammte Wachen. Wie konnten sie nur so zu Verrätern werden? Hab die sowieso noch nie gemocht. Aber Leutnant Schwarz war immer so nett und hat sich um alle gekümmert. Sie hat uns sogar beigebracht, wie man ein Schwert richtig benutzt. Es ist einfach schwer, mir vorzustellen, dass so jemand ein Terrorist wäre. Ja, natürlich ist es schwer. Sie ist wahrscheinlich abgehauen, weil sie sich verantwortlich für die Aktion ihrer Männer gefühlt hat. Arme Leutnant Schwarz. Du glaubst doch nicht, dass die beiden ein bisschen in den Leutnanten verschossen waren, oder? Ja, sieht so aus. Aham. Naja, nun, auf jeden Fall könnt ihr nicht ins Schloss. Tut mir leid, aber ihr könnt nicht rein. Ach, ich schätze mal, das war's dann. Ich bin nur ein bisschen besorgt. Wenn Ihre Majestät krank ist, wer genau kümmert sich dann um die täglichen Aufgaben und herrscht über das Land? Ja, das ist auf jeden Fall ein natürlicher Gedanke. Momentan arbeitet auf dem Papier jemand anstelle von ihr. Wie funktioniert das denn? Naja, buchstäblich, auf Papier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so jemand wie er jemals irgendwelche richtigen, wichtigen Entscheidungen macht. Hey, pass auf, was du sagst. Obwohl ich gedacht hätte, dass diese Aufgabe eher der Prinzessin zufällt. Und du sagst mir, dass ich aufpassen soll, was ich sage. Reden Sie da über Richard? Ich frage mich, über wen Sie da reden. Wer momentan stattdessen die Aufgaben macht. Was ist das? Ups, wenn man vom Teufel spricht. Lol, ja natürlich, natürlich. Den habe ich ja total vergessen. Den habe ich ja total ausgeblendet. Ach, ich wurde noch nie so beleidigt. Das Turnier hat schon angefangen und ich bin immer noch nicht da. Philipp, warum hast du mich nicht früher aufgeweckt? Das ist alles deine Schuld. Es tut mir furchtbar leid, Eure Hoheit. Ich habe mir einfach nur Sorgen gemacht um eure mentale Gesundheit. In den letzten Tagen wart ihr nur noch beim Bankett und habt getrunken und gesungen. Nur Donuts und Bier in euch reingestopft, während ihr eure Morgenmagazine gelesen habt. Ich dachte, es wäre kein Grund zur Überraschung, dass ihr mal ein bisschen länger geschlafen habt. Ruhe, Philipp, ich habe jetzt keinen Bock mehr, diese Vorträge von dir anzuhören. Als zukünftiger König kann ich tun, was ich will, wann ich will. Ah, Zeit ist knapp, komm schon. Lass uns zur großen Arena. Er übernimmt momentan für die Papierarbeit, richtig? Weil er auch gesagt hat, dass er als nächstes in der Thronfolge ist. War das vielleicht? Wir wissen, sagt es nicht mal. Das war seine Exzellenz, der Herzog, der momentan als Stellvertretung für Ihre Majestät arbeitet.
Wow, auf einmal habe ich Angst um das ganze Land. Nun, macht euch nicht zu viele Gedanken. Er hat einen sehr verantwortungsvollen Assistenten. Und nur dank ihm haben wir bisher noch keine großen Vorfälle gehabt. Das wissen wir. Nee, sagt uns das. Colonel Richard von der Royal Army Intelligence Division. Ach, ich dachte, der Assistent ist jetzt sein Butler dort gewesen, Philip, aber nee. Ja, das ist natürlich ein Problem, ne? Da der Herzog mehr so einer von der Playboy-Sorte ist, hat der Colonel alles mit den regierungstechnischen Sachen zu tun? Ich wusste es. Sie gehen weiter ins Herz des Königreichs, als ich gedacht hatte. Also, lasst euch davon nicht so runterziehen. Grantle hat ganz viele andere coole Orte, die ihr ausstecken könnt. Ja, ihr seid immerhin in der royalen Hauptstadt. Folgt einfach eurem eigenen Tempo. Ihr habt recht, das werden wir. Danke euch beiden für eure... danke euch beiden dafür, dass ihr so nett seid. Ja, der hat auf jeden Fall vor einen Putsch. Der macht jetzt schon die ganzen Regierungsarbeiten und dann ist es nur noch ein Katzensprung entfernt, bis der irgendwann die Königin absetzt oder vielleicht sogar hofft, dass sie stirbt, sie vergiftet, was auch immer. Dafür sorgt, dass sie nicht mehr regieren kann und dann ist als nächstes wahrscheinlich dieser Duke dran. Und wenn der auch noch weg ist, dann ist es nur noch Colonel Richard. Nun, das war sehr informativ. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Herzog tatsächlich im Interesse der Königin arbeitet. Die richtige Macht ist wahrscheinlich in den Händen von Colonel Richard. Was noch schlimmer ist, keiner um ihn herum hat irgendeine Vorahnung von dem, was er plant. Den ganzen Informationsfluss so sehr kontrollieren zu können, muss extrem hilfreich sein. Du sollst doch den Gegner nicht anhimmeln. Und außerdem, es sieht so aus, als würde der Herzog im Turnier kämpfen. Oder nee, er würde dieses Turnier besuchen, der kämpft natürlich nicht selbst. Können wir auch gehen? Ja. Wenn wir schon sonst nichts machen können, müssen wir auf ihn ein Auge haben. Dann ist das ja geklärt. Wo lang geht's nochmal dahin? Ich glaube, es ist im Ostblock. Also zurück auf die Main Road, dann nach Osten. Ja, das gefällt mir natürlich überhaupt nicht, dass der Colonel da jetzt so eine immer und immer größer werdende Macht hat. Warte mal, Süden, Norden. Geht's hier zum Ostblock? Ja. Alter, ist das alles riesig hier. Wo genau ist denn jetzt diese Arena? Das hier ist ein Department, also das ist ein Shop. Wait, oder war das die Erebonian Embassy? Geradewegs ist die Erebonian Embassy. Nur autorisiertes Personal darf hier durch, tut mir leid. Gut, nee, das ist nicht die Arena, aber hier ist vielleicht, hier oben ist, ist hier oben vielleicht die Arena? Nee, hier ist der Flughafen. What? Hier ist das Geschichtsmuseum. Wo wir doch mal vorbeischauen sollten, das mache ich dann wahrscheinlich auch. Die zweite Orbel, also die zweite Uhr, die mit orbaler Energie betrieben wird. Hä, sag mal, bin ich lost? Okay, das ist die Carlward Embassy. Das sind dann irgendwie so Sitze von den... Aha, okay, hier. Zurzeit läuft die Martial Arts Competition in der Arena. Darf ich eure Tickets sehen? Tickets könnt ihr euch rechts kaufen. Oh, right. Willkommen zur großen Arena. Würdet ihr ein Ticket gerne kaufen? Ja, zwei bitte. Die Anfangskämpfe sind gerade schon in vollem Gange, aber das große Event wird morgen anfangen und über 3 Tage hinweg gehen. Für welchen Tag würdet ihr gerne euer Ticket kaufen?
Tatsächlich hatten wir gehofft, dass wir die Anfangsmatches auch schon sehen könnten. Oh, okay. Die sind schon über die zur Hälfte fertig. Wird das ein Problem sein? Nein, kein Problem. Okay, schlechter Tausch, aber hey, nicht mein Geld. Das wäre dann 1000 Mirror. Puh. Wow, das ist viel. Ich habe gehört, dass es eine Art Discount gibt wegen dem Geburtstag der Königin. Tut mir leid, Sir. Dieses Jahr gab es einige Komplikationen, die es uns unmöglich gemacht haben, einen Discount anzubieten. Okay, das ist ziemlich scheiße, aber was will man machen? Lass mal sehen. 900, 950. Ja, klar müssen wir die bezahlen. Vielen Dank. Hier sind eure Tickets. Gleich links von euch ist der Eingang. Zeigt eure Tickets beim Eingang. Was ist denn, wenn ich hier die 1000 Mirror nicht habe? Ich meine, muss ich dann irgendwie Items verkaufen? Sonst kann ich ja in der Main Quest nicht mehr weitermachen, richtig? Ich würde sagen, wir gehen da im nächsten Part rein, Leute. Dankeschön fürs Einschalten und wir sehen uns an der Stelle wieder.